So, willkommen beim nächsten Part von Borderlands 2. Wir sind hier einen kleinen Sprung schon weiter vorne wie letztes Mal, weil ich nämlich hier, ja, der Speicherstand hat irgendwo angefangen, anstatt dort, wo er anfangen sollte. Tja, und wir sind jetzt hier mitten ein paar Feinden. Mit weniger Leben natürlich und weniger Munition und überhaupt. Nicht so einfach das Ganze an diese blöden Vögel hier greifen uns auch an. Okay. Kein Schild, das brauchen wir nicht. So, wir sehen hier, wir haben hier wieder viel zu wenig Munition jetzt durch diese ganze Aktion hier. Ich weiß nicht, warum das irgendwie hier falsch gespeichert hat. Das ist nämlich gar nicht gut. Und ich brauche hier dringend mal so ein Lebenszeug. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Nein, das wäre nicht schlecht. So, der Claptrap ist da irgendwo vorne wieder, logischerweise, wo hier 1000 Feinde Hat sind. also einen neuen Freund, Ich muss Das sagen, der wird hier jetzt nochmal Schrotthaufen ziemlich sieht heftig die werden. Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. So, wie wir sehen, kommen jetzt. Ja! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich weiß, ich kann hier zielen. Aber es ist nicht so einfach, wenn die gleich hier vorgehen wie die Psychos. Die Psychos sind echte Psychos. Am besten, man stellt sich nahe hin. Weil dann hat man sie gleich. Genau so. So, Waffe brauche ich auch nicht. Okay. Weiter im Lager. So, ich schau mal, ob ich hier irgendwo so einen Midi-Ampulle finde. Das wäre nicht schlecht, das könnte ich jetzt echt gebrauchen. Hallo Maus. Hey, was sagt man dazu? Sehr gut. Okay, gut. Ah. Okay, weiter geht's. Wir sind wirklich Psychos hier. Achso, ich habe hier schon eine Granate. Tja. So, das war jetzt natürlich super. Es brennt alles. Und irgendwo schießt noch einer auf mich. Hat einer auf mich geschossen. Tja. Okay, was haben wir hier? Nochmal Captain Flint. Frage: Hat jemand meinen Knappkopf gesehen? Der kleine Dreckskerl ist vor ein paar Monaten entwischt. Seitdem muss ich auf Ethan als Ersatzfolterpuppe zurückgreifen. Ja, genau. Ich brenne. Scheiße, das gibt's ja nicht. Jetzt fange ich sicher wieder in der Stadt an, wo ich vorher angefangen habe. Was ihr nicht mitbekommen habt. Ach, das ärgert mich. Das kann ja nicht sein jetzt. Ach nein, ich fange hier an. Sehr gut. Solange sie an sich selbst glauben, kann ich sie wirklich töten. Okay. Außer Handsome Jack. Das ist aber nett. Außer Handsome Jack. Ich pfeife auf Handsome Jack. Muss auch noch sterben. Sterben. Ja, sprechen sollte man zuerst lernen.
Okay, Leute, ihr wollt es nicht anders. Wenn ihr es nicht anders wollt, dann könnt ihr es auch gerne anders haben. Ihr werdet noch alle dran glauben müssen. Glaubt mir das. Ihr könnt euch nicht verstecken. Okay, nochmal schnell alles plündern hier. Kohle. Oh, neue Waffen. Neue Waffen. Neue Waffen. Oh mein Gott. So, was haben wir denn hier bekommen? So, ich verwende eigentlich eh nur diese Waffe hier. Das heißt, diese hier kann ich austauschen. Und zwar eine Riffle. Ja, und eine Schrotflinte. Nein, Schrotflinten mag ich nicht. Aber diese Riffle-Dingsbums ist eigentlich stärker wie meine. Sehr gut. Mhm. Sehr gut. Wo ist denn der Claptrap jetzt? Claptrap! So, voll. Okay. Ich spiel mit dir. Schluch. Es lädt leider nicht so schnell nach wie die andere Waffe. Das ist nach meinem Geschmack. Oh, was mache ich denn? Was mache ich in meiner Panik? So, nächstes Level, Level 6. Das heißt, ich kann mir hier wieder einen Skill aussuchen. Und zwar habe ich jetzt das hier, und zwar entweder das, unbegreiflich. Es besteht die Chance, dass deine Schüsse keine Munition kosten. Je niedriger deine Gesundheit und Schilde, desto größer deine Chance auf Gratis-Munition. Oder voll bis zum Anschlag. Erhöht die Magazingröße aller Waffentypen, erhöht auch deine Munitionskapazität. Okay, dann nehme ich mal das, weil das kann man immer gut gebrauchen. Größeres Magazin und so. Ist immer gut. Irgendwo sind noch die Typis. Ich weiß das ganz genau. Ich weiß das ganz genau. Oder nicht? Oder sind schon alle tot? Ich glaube, es sind schon alle tot. Na dann. Kohle, Kohle, Kohle. Alles meins, 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 meins. So, hier haben wir wieder ein bisschen... ein paar Waffen. Oh, eine Hard Rifle. Nehme ich. Nehme ich nicht. Okay, das heißt, die ist besser, oder wie? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Eine Hard Rifle. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hard Rifle. Sie ist genauso stark. Die Feuerrate ist nicht so. Und die Ladegeschwindigkeit ist eigentlich... auch nicht so gut, die Magazingröße ist gleich. Egal, ich nehme die Hard Rifle. Na dann, na dann, na dann. Wenigstens bekommen wir hier auch schon mal bessere Waffen. Wurde auch schon Zeit, sag ich mal. Claptrap. Ach so, das ist ja gar nicht der Claptrap. Ich dachte, das ist der Claptrap. So, okay, gut, das heißt, wir können hier unsere... Ding auch schon töten. Ah. Testen. Gut, die Waffe ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, jetzt haben wir alle hier... Die lädt wirklich nicht schnell nach. So, was ich gesagt habe, die KI hier ist nicht so dumm. Die verstecken sich hier gern mal. Weil die wissen genau, wo man steht. Also, von dem her.
Ich dich aber nicht. Wo bist du denn? Egal. Hey, hier gibt es einen Automaten. Vielleicht soll ich zuerst mal den Typen hier ausschalten. Ja. Und dann einkaufen gehen. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort. Okay, hier brauche ich nichts. Schilde, gibt's hier neue Schilde? Nö. Gut, verkaufen werde ich hier diese und diese. Das gefällt mir. Mir auch. So, eine zweite Waffe habe ich aber hier jetzt nicht ausgerüstet, oder? Oder? Doch, habe ich. Gut, weiter geht's. Nö, die ist nicht gut. Oh, was haben wir denn hier alles Schönes? Okay, die haben wir hier neu bekommen. Die hat 25 Munitionsgröße. Das ist ja ein Wahnsinn. Also Magazingröße. 6. Nee. Das ist natürlich noch besser. Es wird ja hier immer besser. Irgendwie sind hier andere Waffen als beim ersten Mal, wo ich das hier gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich einen anderen Charakter genommen habe. Ich weiß es nicht. Lasst euch Zeit. Das ist der Anfang vom Ende. Das ist nicht mein letzter. Wow, die Waffe ist ja megamäßig. Megamäßig gut. Geht sie auch nicht schnell nach. Okay. Wie gesagt, die lädt hier nicht schnell nach, aber ist mir egal. Ich finde sie trotzdem ganz gut. Ah, ich finde sie gut, ja, ich finde sie gut. Ah, ja, ha, wer schießt denn hier? Okay, der Marodeur. Lad doch nach, bitte. Wieso trifft denn hier der hier nicht? Seltsam, oder? Er trifft mich und ich triff ihn nicht. Hallo! Gibt's doch nicht, Leute. Oh mein Gott. Das hätte ich nicht machen sollen. Mitten ins Lager rein. Du bist nicht super, du bist ein Versager. Okay, irgendwer ist gerade hinter mir und ich sterbe schon. Okay, gerade geschafft. Okay, Claptrap gerettet. Lass das, Flint! Mein neuer Untertan ist ein knallharter Hund! Ja, das bin ich. Auch wenn ich immer ein bisschen Einspielungsphase brauche. Aber irgendwann wird es dann besser. Ja, bitte lad doch nach. Ich finde die Waffe eigentlich gar nicht so schlecht, ganz im Ernst jetzt. Das ist Feuerball ist nicht gut. Bitte, wieso schießen die da so ihre... Ernst jetzt. Irgendwer ist da noch, ja, sind noch einige. Irgendwie bin ich bald tot.
Oh mein Gott, hoffentlich schaffe ich den, hoffentlich schaffe ich den. Bitte lad doch nach, ich bin bald tot. Gerade noch, Leute. Gerade noch, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist irgendein Erste-Hilfe-Dings da unten, da werde ich mal hinschauen. So, ja, Claptrap. Ich muss hier erstmal den Erste-Hilfe-Zeug hier besuchen. Bevor wir hier weitergehen. Mach auf! Oh, hier haben wir wieder schöne Auswahlen. So, ich werde mal meine Pistole nehmen und dann sehen wir hier, was hier besser ist. Eine Mutter! Die nehme ich. Ich bring dich um, bis du tot bist. Ich bring dich um, bis du tot bist? Ja. Hier sind ja noch ein paar. Hab ich die gar nicht gesehen vorher. Stirbt er nicht? Hallo. So stirbt er nicht. Bug? Meine Eingeweide fallen raus. Bug? Hallo, der steht direkt vor mir. Gibt's ja nicht. Bitte wechselt das doch. Puh, okay, geschafft. Das heißt, wir haben hier aber irgendwas Besseres bekommen. War das hier? Nein. War das hier? Ja. Gut. Okay, hier habe ich keine Munition mehr anscheinend. Nur ein bisschen was. Okay, ich wollte eigentlich zu diesem Erste-Hilfe-Ding hin. So, ich fürchte, wenn ich jetzt diesen Part hier beende, dass ich dann beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel starte, wieder in der Stadt beginne. Das heißt, ich kann ja wieder alles durchlatschen, bis ich endlich hier bin, wo ich bin. Was mir eigentlich nicht so recht ist, aber was soll ich machen? Irgendwann muss das auch ein Ende haben. Dann kann ich den ganzen Tag Borderlands 2 spielen. Tja, liebe Kinder, merkt euch das für die Zukunft. So. Okay, gehen wir nochmal zum Automaten, verkaufen. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. So, okay, gut, dann verkaufen wir das hier. Verkaufen wir meinetwegen... Ach, das hier mal, egal. So, das heißt, wir gehen jetzt zum Claptrap. Und dann werde ich diesen Part beenden nach leichter überzogener Phase, also nach leichten Überziehen. So, wenn ich hier noch irgendwann mal rauf finde wieder. Ist ja nicht so. Ja, wo ging's denn hier jetzt rauf? Gibt's ja nicht, oder? Dass ich hier jetzt nicht mehr rauf finde plötzlich. Okay, hier war's, glaube ich. Hier war der Claptrap irgendwo. Untertan! Dein Herr braucht Hilfe! Ja, wenn ich hier rauf finde, wäre das mal genial, sage ich mal. Es gibt's ja nicht, dass ich mich jetzt hier so blöd anstelle, oder? Hier muss ich rauf. Ach, wisst ihr was, Leute, ich werde einfach diesen Part hier beenden. Ich finde gerade irgendwie da nicht hinauf. Ein bisschen dämlich. Irgendwann muss doch hier raufgehen. Ja, ich versuche schon, Clappy. So, hier geht's weiter. Okay, Claptrap. Oh, Treppen! Ich kann keine Treppen steigen! Wir müssen irgendwie anders raufkommen! Oh, ein Kran! Finde die Steuerung! Ich warte hier! Was mache ich? Nein, ich bin ja so toll.
Tja, wenigstens konnte ich hier einiges sammeln. Gut, wir müssen jetzt da den Claptrap helfen, hier raufzukommen. Ich fürchte, beim nächsten Mal kann ich hier dann offscreen nochmal alles machen, um hierher zu kommen. In dem Sinne würde ich sagen, aber trotzdem, wir beenden diesen Part und wir sehen uns dann beim nächsten Part von Borderlands 2. Bis dann!